das Leid wie einen alten Freund. Irgendjemand irgendwo hat letzte Nacht von dir geträumt. Und ich bin du und du bist ich und du bist du und ich bin ich. Finsternis und Grau und Licht ist das, was du bist, denn du bist ich. Das Gespräch, das ich mit Eugen Drewermann in Paderborn führen durfte, ist mir ein bleibendes inneres Geschenk. Wir sprechen über Gott und die Welt, eine aufs menschliche Herz ausgerichtete, tiefentherapeutische Deutung der Bibel, ganz besonders der Figur Jesus Christus und seiner bleibenden Botschaft von Liebe und Gnade. Und über das vermeintliche Geheimnis menschlicher Kriegstreiberei und Rechthaberei, die, wie Eugen Drewermann es nennt, stets aus der wahnhaften Absolutsetzung des eigenen erwächst. Ein unerschütterliches Gesetz, in den harten Stein unserer eigenen Herzen gemeißelt. Eines, das der Verwandlung in uns selbst bedarf. Das Matthäusevangelium schildert die Bergpredigt, wie der Name schon sagt, als eine Verkündigung, wie auf einem zweiten Sinai, vom Berg herunter. Ein neues Gesetz, wenn man so will. Aber es ist eben kein Gesetz mehr. Allenfalls, wie Jeremia es sah, ein Gesetz ins Herz der Menschen selbst geschrieben. Ja. Als ideale Hörer stellt Matthäus vorweg alle, die arm dran sind. Kranke, Gelähmte, Mondsüchtige, Besessene. Menschen, die sich geistig nicht gehören. Wir würden heute sagen, neurotisch Zerrissene in den seelischen Ängsten, Verzweifelte, am Boden liegende. Menschen, die verträumten Idealen nachgehen und mit der Wirklichkeit nicht zurechtkommen. Mondsüchtige im Bild gesprochen. Wie hilft man diesen Menschen, richtig zu leben, das will die Bergpredigt beantworten bei Matthäus. Und dass es so gemeint ist, kann man gleich sehen. An ihrem Ende mit Kapitel 8 geht es weiter mit Heilungen. Dazu soll sie wirken. Und wenn man jetzt mal denkt, solche Worte wie halt die andere Wange hin. Wer gesprochen in einem therapeutischen Raum, hätte man gleich zwei Ebenen der Nutzanwendung. Ich vermute, dass wenn man Jesus zuhörte, damals schon gesagt hat, Rabbi, was du erzählst, ist am Sabbat vielleicht gut, aber nicht im Alltag. Hier beliebe zur Kenntnis zu nehmen, in Galiläa und in Judäa stehen die Römer. Das ist eine Besatzungsmacht, wenn du es wissen willst. Die achten nicht die Religion der Väter. Die besudeln unser Heiligtum. Die schänden unserer Väter Religion. Die haben nichts im Sinn, als Macht auszudehnen. Die hören auch nicht auf uns, wenn wir Moses zitieren. Das Einzige, was man tun kann, ist zu vertreiben, dass sie hier sind. Das tun die Männer mit den Dolchen in den Händen in den Bergen Galiläas. Sie handeln so, das konnte man damals nicht sagen, aber würden wir heute sagen, wie Mao Zedong sprach, man kann einen Riesen nur bekämpfen, indem man ihm jeden Zeh einzeln abhackt. Das tun die. Es muss ihnen wehtun. Bewaffneter Aufstand. Und was sagst du jetzt? Die Antwort Jesu ist über Jerusalem, ihr werdet die Gewalt nur eskalieren bis zum Untergang. Das kann kein Weg sein. Das wäre ein egoistisches Argument. Es darf kein Weg sein, weil es immer die Falschen kostet. Und das wollten wir uns jetzt mal anschauen. Es kommt ein Römer zu dir und Jesus sagt das in der Bergpredigt, wenn man dich zwingt, eine Meile Weg zu begleiten, geh zwei. Also stellen wir uns das vor, da ist ein Römer, der kennt den Weg nicht, außerdem ist sein Gepäck zu schwer und die Sonne scheint heiß. Und nun kommt er und rekrutiert dich zwangsweise, behilflich zu werden. Dann kannst du sagen, ich bin ein ordentlicher Jude, ich verstehe überhaupt nicht, was du als Römer hier tust und ich habe nicht nötig, dir zu helfen. Ich werde mich auch nicht unkoscher machen, indem ich dich berühre, einen Heiden. Pfui, Teufel, nichts werde ich tun. Dann bist du ein stolzer, ein überlieferungstreuer, ein frommer Jude. Und der andere Römer wird sich in Feindesland noch mehr verängstigt fühlen und seine Grausamkeit steigern. Er muss sich vor solchen Leuten wie dir schützen. Denken wir es uns mal anders. Du siehst jemanden vor dir, der ist schweißnass, dem zittern die Hände, der ist erschöpft, der kennt sich nicht aus, der braucht wirklich Hilfe. Und nehmen wir mal an, du gäbst ihm die.
Du wüsstest nicht, ob das eine Meile Weg ist oder das Doppelte. Die meisten Menschen nebenbei, die dich um Hilfe bitten, haben keine Ahnung, wie viel es wirklich ist. Sonst könnten sie sich vermutlich selbst schon helfen. Und du gingst einfach mit. Du sagst nicht, ich bin nicht dein Packesel, sondern du sagst gerne. Ja, wenn es nicht mehr ist, lass es uns beide tragen. Und den Weg kenne ich, denn ich bin hier zu Hause. Du nicht, das ist aber dein Unglück. Ich helfe dir mal. Wie du zumindest in unserem fremden Land nach Hause kommst, dann würde dieser Römer in dir einen Menschen kennenlernen, bei dem er sich selber fragt, was er hier tut. Solche Leute muss man nicht besetzen und beherrschen, mit denen kann man leben. Du hast einen Freund gewonnen, du hast keinen Feind mehr, sondern er sieht in dich einen Kameraden. Und das sind Wege, wo das Differenzpotenzial der Feindschaft Römer, Jude sich von selber aufhebt durch eine kleine Tat der Menschlichkeit. Und jetzt nochmal mit der anderen Wange, rein therapeutisch. Es ist normal, du lässt dich auf einen Menschen ein und er schlägt dich mit der linken Hand, weil er dich mit etwas verwechselt, das er schon zu kennen glaubt. Im Angstreflex. Die meisten Menschen begegnen in den anderen erst einmal wieder ihrer Mutter, ihrem Vater, in all dem, was sie hoffen oder fürchten. Unbewusst läuft das mit der linken Hand. Sie strafen dich für jemanden, der du gar nicht bist. Dann kannst du sagen, das ist aber unverschämt. Du kannst als Frau sagen, so geht man nicht mit mir um. Der Mann, der die Frau beleidigt, weiß selber nicht, warum er das tut. Dass er im Grunde seine Mutter beschimpft, als die sich mal so verhalten hat, dass sie verdient hätte, dass man sie beschimpft. Aber das konnte er als Kind gar nicht. Jetzt lässt er es raus. Die Frau hat recht, dass sie zu Unrecht derart attackiert wird. Das stimmt. Aber wenn sie jetzt zurück selber ihre Aggressionen entäußert, gibt es einen Machtkampf. Wer ist der Stärkere? Am Ende hat man bewiesen im Grunde nur, dass die Macht das Recht diktiert. Und dann wird das Unrecht, das der andere schon gefühlt hat, bestätigt. Wenn du weißt, dass du zu Unrecht angegriffen wirst, ist ja die paradoxe Frage, warum weiß der andere es nicht? Er hält es für richtig, was er tut. Die Frage ist, wie kommt er dahinter, dass du nicht die Person bist, die er meint, angreifen zu müssen? Und dann musst du dich interessieren, mit wem er dich verwechselt. Was inwendig vor sich geht, dass er darauf kommt. Du musst die Attacke mit rechts bewusst sich nochmal ausführen lassen. Vielleicht 100 Mal nebenbei gesagt, bis der andere wirklich darauf kommt, was sich in ihm abspielt. Dann mit Mal, wenn du keine Angst hast, kannst du es dir leisten, die Not des anderen hinter seiner Aggressivität zu sehen und mit ihm ins Bewusstsein zu heben. Das ist für dich der höchste Vorteil. Am Ende seid ihr beide dichter miteinander verbunden als je vorher. Das ist, wenn Sie so wollen, für jede Ehegemeinschaft etwas ganz Wunderbares, für jede Freundschaft, für jedes menschliche Zusammensein. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, heißt das dann im Grunde nicht auch, liebe deine Feinde, weil du gar keine hast? Weil du keine haben müsstest, außer durch Missverständnisse. Und die könnte man beheben. Man könnte aber noch tiefer sagen, insofern ist die Feindesliebe nicht so einzigartig, wie wir in der christlichen Tradition vermeinen. Es ist im Grunde die Erfahrung, dass das, was wir am anderen hassen oder feindselig betrachten, in uns selber liegt. Wir bekämpfen das im anderen. Ja. Am allermeisten, was wir in uns ablehnen. Das, was nicht integriert ist, projizieren wir ganz schnell auf den anderen und auf den gehen wir dann los. Das steht am Ende der Bergpredigt. Also was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines anderen, aber den Balken in deinem Auge siehst du natürlich nicht. Ja. Wir sind ganz groß da drin. Das, was uns selber bei uns nicht gefällt, zu ignorieren, zu übergehen, zu verdrängen. Es hört aber nicht auf zu bestehen in unserer Seele. Und dann verlagern wir es nach außen. Dann bekämpfen wir zum Beispiel die Aggression, die wir selber spüren, im anderen. Der ist der Aggressor. Ja. Das kann man bis in die politische Szenerie hinein verlängern. Immer ist derjenige, den wir bekämpfen, der Aggressor. Mhm. Nicht wir selber. Mhm. Dass wir gerade 11 Länder aus dem ehemaligen Sowjetblock in die NATO integriert haben, das ist normal, das ist eine Befreiung für die Völker. Der Aggressor ist Moskau. Mhm. Der bedroht uns. Wir dehnen uns aus, immens,
umklammern ganz Russland, aber der Aggressor ist Moskau. So müssen wir das sehen. Ja. Und wir glauben es am Ende auch, denn alle Zeitungen schreiben es ja. Die Mainstream-Medien, die Qualitätsmedien, die Leitartikel, alle sagen so. Und dann wird es ja auch stimmen. Wir kommen ganz schwer darauf, dass die Probleme, die wir beim anderen bekämpfen wollen, vielleicht sogar durch militärische Verantwortung, wie uns jetzt beigebracht wird, allzu meist die eigenen sind. Und wenn wir den Feind in uns entdecken, hören wir wirklich auf, diesen Mechanismen noch zu folgen. Wir können ein bisschen objektiv mal sehen. Das ist auch eine der ganz großen Schwierigkeiten. Keine Kultur ist allgemein menschlich. Sie definiert Ausschnitte des Menschenmöglichen. Zum Teil durch die Kulturgeschichte, durch die Lokalität, durch die Geografie, Klimatografie, zufällig festgelegte Akzente. Jede Gruppe steht vor der Frage, wie sie unter gegebenen, eng strukturierten Bedingungen leben will. Und dann hat sie nach innen entsprechende Verhaltensmuster zur Auflage. An die glauben wir aber, wie wenn es die einzig Richtigen wären. Das bringt mich wieder zu dem, was wir vor einigen Minuten schon hatten. Dieses Individuum im Grunde gegen das Kollektiv betrachtet. Also nicht eine Kulturgruppe unter dem Dach von irgendwelchen Abmachungen. Absolut. Wir müssten das Individuum, jeden Einzelnen lehren, sogar das Beste in seiner eigenen Gesellschaft, ein Stück kritisch zu betrachten. Es ist ganz sicher nicht die reine Menschlichkeit. Es legt auch die Optik mit dem Blick auf die anderen fest. Muslime, das schreibt heute jeder, das Gegenteil zu sagen, ist schon politisch unkorrekt. Die Muslime unterdrücken ihre Frauen und so lange können wir sie überhaupt nicht akzeptieren. Das steht fest. Würden wir nur mal die Perspektive drehen? Der Schleier ist, muss man ihn verbieten? Das wird gerade jetzt diskutiert. Würden wir die westliche Welt aus der Perspektive eines Muslims betrachten, würde man sagen, ja, ihr ehrt die Frauen auf eine ganz besondere Weise. Ihr verhurt sie bis zum Unanständigen. Ihr habt überhaupt kein Schamgefühl. Ihr beutet sie aus in der Sexindustrie. Das ist unbeschreibbar. Wer entehrt denn jetzt die Frauen? Bei uns, den Muslimen, gibt es keinen Alkohol. Wir müssen nicht in jedem Ort ein Frauenhaus haben, um die verprügelten Frauen aufzufangen. Also wo sind denn die Frauen entehrt? Ihr sagt bei uns, aber wir haben viele Gründe zu denken, bei euch ist es das tolle Haus. Jede Kultur hat ihre Asymmetrien, indem die vorgegebenen perspektivischen Blenden einseitige Urteile zeitigen. Wenn wir das ein Stückchen mal reflektieren könnten, wir würden uns betrachten mit den Augen des anderen. Hätten wir das, was das wunderbare deutsche Wort Verstehen nennt. Wir stellten uns mal probeweise dahin, wo der andere die Welt betrachtet. Das wäre Verstehen. Und wir könnten, was die Feindschaft angeht, mit Schopenhauer sagen, wir tun uns den besten Gefallen, wenn wir merken, der andere bin ich selber. So anders ist er gar nicht. Wir müssten nur die eigene Integrativität oder Kapazität des Verstehens genügend erweitern. Was den Weg zur Gnade für uns selbst, Gnade jetzt hier auch gemeint als Vergebung oder Vergebung beinhaltend, die Gnade für uns selbst vielleicht erst ermöglichen, durch diese Reflexion, durch das Verstehen des eigenen, oder wie mir fiel auch gerade von Hesse, dieses, was er auch fernöstlichen Philosophien entlehnt hat, dieses berühmte Zitat, ich bin du und du bist ich. Das ist ein wunderbarer Gedanke, weil normalerweise das Verstehen schon an den Rechtsansprüchen wieder scheitert. Der andere hat ein Unrecht mir zugefügt und jetzt habe ich einen Anspruch auf Wiedergutmachung, auch auf Bestrafung. Nehmen wir an, die Tat des anderen hat wehgetan. Dann ist es reaktiv, fast selbstverständlich, ein Reflex. Der andere muss genauso leiden wie ich. Er muss spüren, was er gemacht hat. Man will auch, dass der andere nie wieder so handelt, wie er getan hat. Man will eine Sicherung für die Zukunft haben. Das kann am Ende bis zur Todesstrafe reichen. Dann ist man ganz sicher, dass der Mörder nicht mehr weitermachen kann. Da liegt Hass erfüllt, Revanche besetzt, auch eine Sicherungsmaßnahme. Und das alles ist klar das Gegenteil der Vergebung. Vor allem braucht man den anderen nicht zu verstehen, man sieht ja, was er gemacht hat. Man schaut gewissermaßen nur auf seine Hände, die die Handlung vollzogen haben. Dann hat man das Paragraphensystem der Rechtsordnung und misst jetzt Tat und Vorschrift aneinander und hat schon das klare Urteil. Den Täter, den Menschen, der dahinter steckt, muss man nicht wahrnehmen. Martin Luther hat 1520 mal in der kleinen Arbeit von der Freiheit eines Christenmenschen in zwei Sätzen das ganze Drama konzentriert. Wenn du gute Werke willst, schreibt er da,
musst du schauen auf die Person. Das heißt, es genügt nicht der Blick auf die Hände. Du musst ins Herz eines Menschen schauen. Seine Psychologie, seine Biografie, seine Persönlichkeitsstruktur, die Situation, in der er lebt. All das musst du vor Augen haben. Denn, fährt er fort, alle Gesetze können dir nur sagen, was du tun sollst. Sie geben dir aber nicht die Kraft dazu. Mhm. Menschen können nur so gut sein, wie sie an Güte mal erfahren haben. Und all die Ränder ihrer Ungüte sind samt und sonders die Stellen der verweigerten Güte, die sie gebraucht hätten. Und die haben ihren Lebensweg bestimmt. Wenn man beginnt, das zu verstehen, befreit man sich selber von den Zwängen der Revanche. Solange man darauf aus ist, Recht durchzusetzen, braucht man Macht. Die staatliche Autorität, das Gewaltmonopol, das der heutige Staat sich zuspricht. Und man kommt so lange von dem anderen nicht weg, bleibt an ihn gebunden, als man sich verletzt fühlt und glaubt, über die Bestrafung des anderen sich ins Gleichgewicht bringen zu können. Mahatma Gandhi hat mal simpel gesagt, was nützt es denn Auge um Auge, Zahn um Zahn? Auge um Auge heißt, wir haben jetzt zwei Blinde statt einem. Am Ende zwei Zahnlose statt einem. Wir vermehren nur das Quantum des Leids. Ja. Wir schaffen es nicht aus der Welt, wir akkumulieren es auf die Weise. Eigentlich nur durch die Vergebung kommen wir aus dem Status, der Leidende zu sein, selber heraus. Das allerdings hängt jetzt zusammen. Je besser wir uns selber begreifen, desto sicherer werden wir auch den anderen begreifen. Vorausgesetzt ist dabei allerdings, dass eine gewisse Befreiung vom Schmerz schon eingetreten ist. Ich glaube, das ist psychologisch, sogar biologisch schwer zu widerlegen. Mhm. Schmerz ist immer egozentrisch. Es ist nicht möglich, ein solches Gespräch zu führen mit starken Zahnschmerzen. Man würde bei aller Disziplin permanent dran denken, wann man jetzt zum Arzt gehen kann. Ja. Da sitzt die Seele, Wilhelm Busch hätte gemeint, im Backenzahn. Man kommt von der Stelle nicht runter, wo es wehtut. Schmerz ist das Signal, das genau dazu auffordert, endlich was zu tun, um eine Schadenstelle zu erkennen und dann zu reparieren. Das ist die Vorgabe. Solange, was einem angetan wurde, als Schmerz noch virulent bleibt, ist der seelische Spielraum ziemlich gering, vergeben zu können oder verstehen zu können. Das ist ein wunderbares Bild. Im Neuen Testament, ich glaube, für Jesus war das ganz selbstverständlich, vergeben. War ihm so natürlich, weil er es erlebt hat, wie Gott zu ihm steht. Und er erzählt auch Geschichten, dass man nur so existieren kann. Da ist jemand hochverschuldet, so dass er nur gefeiert gehört. Das Einzige, was ihm bleibt, er lässt den Schuldnern seines Herrn, a conto seines Dienstherrn, alles nach, damit die damit leben können. Er systematisiert den Betrug, damit die anderen es besser haben. Das ist so amoralisch, wie es nur sein kann. Aber Jesus meint, bei Gott ist das die einzige Art, durchzukommen. Ja. Wenn Gott euch etwas vergibt, ist, dann ist, dass ihr lernt, den anderen zu vergeben, damit Gott eure Schulden nicht mehr nachrechnen muss. Das ist auch was wahrscheinlich ein innerer Vorgang im Herzen dann ist, oder? Wenn man es runterbricht und aus dem Frommen sozusagen ins eigene Herz transportiert. Für Jesus war das so selbstverständlich, dass er uns so beten lehren konnte. Lieber Vater, himmlischer Du, alles musst du uns vergeben, was wir sind, weil wir sonst nicht leben könnten. Und jetzt versprechen wir dir hiermit, in alle Zukunft allen zu vergeben. Das ist der Kern des ganzen Christentums, der ganzen Botschaft Jesu. Aber dann erzählt das Johannesevangelium, dass am Osterabend ein anderes sich begeben hätte. Die Kraft zur Vergebung hätten die Jünger erst gefunden, als sie entdeckten, dass die Person Jesu, seine Botschaft, nicht tot zu machen ist. Wenn der Karfreitag das letzte wäre, wüsste ich nicht, wie man sich öffnen könnte zur Vergebung. Wenn es möglich wäre, alles, was menschlich ist, was so begonnen hat, so grundgütig, so umfassend heilend, niedergetreten wird, bis dass das Grab verschlossen wird und verklebt wird und da Wache gestellt wird, dass man endlich glauben kann, man ist die Ruhestörung ein für alle Mal los. Welch eine Hoffnung sollte dann noch bleiben? Die Erfahrung ist, dass die Wahrheit, die in Jesus lebt und die er selber ist, bei Gott überhaupt nicht zu zerstören ist. Wenn irgendjemand was bewiesen hat am Karfreitag,
dann sind es die Leute, die ihn töteten, dass sie selber nichts weiter können als töten. Sie sind der Tod. Und gleichzeitig wurde bewiesen, dass das Leben genau da ist, wo sie es nicht zulassen durften. Jedes Wort am See Genezareth ist die reine Wahrheit. Glücklich nenne ich, die ihre Armut kennen und anerkennen. Glücklich, die noch weinen können. Glücklich, die es wagen, wehrlos zu sein. Das ist die reine Wahrheit. Das heilt eine Frau wie Maria von Magdala von ihren 7 Dämonen. Plötzlich wächst es zusammen, in ein und derselben Seele wieder, im Gegenüber des Mannes aus Nazareth. Und wenn das entdeckt wird, verströmt sich aus dem Atem Jesu ein Geist der Vergebung, die Kraft, so zu tun. Es wird eine wirkliche Erfahrung durch die letzte Probe hindurch, aber die offenbar ist bitter nötig. Eine österliche Erfahrung, um den historischen Jesus lebendig zu halten im eigenen Herzen. Dann ist der Auftrag bei Matthäus, die Frauen am Grabe, auf denen der Engel die Weisung gibt, sollten zurückgehen nach Galiläa. Da würden sie ihm begegnen. Und als sie das tun, kommt Jesus ihnen entgegen. Ich wüsste gegen den Vorwurf, dass das alles nur Idealismus ist, gar nichts Besseres zu antworten als diese kleine Szene. Alles, was Jesus sagte, geht uns voraus. Und wenn wir darauf zugehen, nur im eigenen Leben, in dem wir es versuchen, wirklich zu realisieren, werden wir merken, es ist überhaupt kein fremdes Ideal, sondern die Person, auf die wir uns beziehen, kommt wie aus dem anderen auf uns zu, begegnet uns, nimmt uns bei der Hand und wir entdecken ihn als das wahre Leben. Herr Drewermann, ich möchte Ihnen von Herzen danken für dieses Gespräch und wünsche Ihnen allen Segen des Himmels und Segen, den diese Welt zur Verfügung hat. Und ich hoffe, dass Sie noch 100 Bücher uns hinterlassen werden.